Mit Drones gewandt 200 Watt von Avid Vape mit zwei 18650er Akkus. Ganz kurz schauen wir das nur in Englisch und nicht sehr, also nur das Nötigste, was man so braucht. Ne? 2x18650 ab 0,05 bis 3 Ohm. Natürlich Temperatur und. Und maximal 200 Watt, wenn das noch interessiert. Also eine Reserveflasche drin. Und USB-Kabel. Dann haben wir das Gerät selber. Ich habe es jetzt in Blau, gibt es noch in mehrere Farben. Da haben wir die Taster, haben wir Kugeltaster. Das gefällt mir sehr gut. Da hier unten zumindest bei Plus und Minus. Und der Feuertaster ist Aschi. Und die Kugler, die zwei, wenn ich jetzt herhalte, ganz leicht radeln sie ein bisschen. Ja. Wäre aber nicht viel anders gehen, weil die Kugeln, naja, ein bisschen leicht ans Gelagert. Aber ist jetzt nicht tragisch. Da müsste nur Folie drum sein, die tue ich aber jetzt nicht runter. Dann haben wir unseren Akkufach. Da haben wir unseren 15er. Und ich habe einmal, da muss ich mich entschuldigen, der erste Eindruck war von mir, ich habe da nicht hingelangt. Und schauen wir, dass ich das einbringe für euch. Der erste Eindruck, und da bin ich ja sehr kritisch, wer mich kennt, dass dies kein gefederter ist, weil ich habe hingeschaut und habe den fetten O-Ring gesehen. Seht man das? Den schwarzen O-Ring im Gewinde. Und das war natürlich nicht gut. Sagen wir es einmal, wie es ist, nicht? Weil vor allem bei einer Squonkbox braucht man nicht nur im Temperaturbereich einen starken, einen kraftschlüssigen Kontakt, sondern beim Squonken, wenn ich unterschiedliche Längen habe vom Clearomizer und ich habe jetzt einen längeren drin und der andere 15er vom anderen Clearomizer, egal ob ich squonke oder nicht, dann wäre es schlecht, wenn das nur auf so einen O-Ring gelagert wäre, weil dann geht ja der Pin nicht mehr zurück. Ich habe mir es aber jetzt nochmal genauer angeschaut. Ich wollte nämlich die Box dann sling für euch, aber das braucht man nicht. Die ist nämlich sehr wohl sehr gut gefedert. Erstens schon der weite Weg und wenn ich jetzt auslos, jetzt schaue ich mal, dass ich es so reinbringe. Der kommt von selber wieder hoch. Ja, also das ist das, was man da ein bisschen kennt. Bei anderen Boxen, wie ich ja schon gesagt habe, die Hato, da wenn es dann runterdruckt hast, da bleibt der Pin unten, der kommt auch selber nicht zurück. Weil so ein O-Ring allein, der gewährleistet ja nur, dass der Pin zwar gelagert ist und ein bisschen leist, also ein bisschen hin und her drücken, aber wenn ich einmal zwei nach unten drücke, dann müsste ich innen die Box aufmachen und den wieder nach außen drücken. Deswegen brauche ich da immer einen gefederten, also einen Spring Loaded. Und da habe ich mich verhaut gehabt bei der Box. Also das war das größte Manko gewesen, wo ich gesagt habe, lass die Finger davon. Ich glaube, dass man es, ich hoffe, dass man es jetzt nochmal sieht. Selbst ein weiter Weg ist das und ein starker Weg ist nämlich schwarz am Drucker. Aber ihr könnt es sehen. Selbst wenn jetzt da, ich habe da schon einige Male jetzt hingedrückt, ja, weil ich mache da schon ein bisschen, es muss ja in der Praxis aushalten. Ich habe nicht immer denselben Verdampfer drum. Natürlich, wenn es sowas macht, immer die Box ausschalten oder ein bisschen Akkus außer. Ja. Seht ihr es, er kommt von selber wieder. Und er hat sogar, jetzt muss ich schauen, wie ich einen weiteren Weg reinbringe. Also jetzt drücke ich wirklich, schon, ich glaube schon fast 2 mm oben. Ja. Und irgendwie wieder federt die zurück. Also die ist top gefedert. Da muss ich mich wirklich, weil ich in der Sendung Dampfertalk gesagt habe, bloß die Finger von der Box. Ich habe nur den O-Ring gesehen und habe mir gedacht, Auwe, wieder nur in so einen O-Ring gelagert. Ja. Also macht schon einen wertigen Eindruck und ist auf alle Fälle gefedert. Verarbeitung und das Kunststoff und in der Hand ist auch wirklich griffig und alles. Ist natürlich schwer mit zwei Akkus, ja. Da haben wir unser Squonken, was mir bei ihr nicht gefällt ist, wenn ich es so in der Hand habe. Da komme ich mit dem Ballen auf den Auslöser, wenn ich unten squonk. Also da muss ich ab, da muss ich schon ein bisschen runterrutschen. Ist aber bei, es liegt an meiner Handgröße. Wenn einer kleinere Hand hat, der hat das Problem nicht. Ja, theoretisch müsste die ganz unten weggehen, dass ich da nicht auf den Auslöser herkomme. Ist ergonomisch vielleicht nicht so toll.
Vielleicht ist das aber auch nur bei mir so. Ne? Dann sehen wir oben die drei Schrauben. Die sind zum Öffnen, da haben sie auch nochmal zwei Schrauben. Die Verarbeitung an sich und so ist gut. Auch der Lack ist gut. Das ist fingertauglich. Ja, ist ein bisschen so matt. Wirklich, also da kann man nichts sagen. So, der größte Nachteil schon wieder, was heißt Nachteil? Was ich schon wieder nicht mag, das ist genau, wenn ich den Deckel aufmache, zum Flaschenwechseln, seht ihr es, dann habe ich die Akkus. Ja, ich habe jetzt da Panasonic drin, das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken, ich dampfe da noch nichts. Und wenn, dann dampfe ich immer hochohmig, also deswegen kein Problem. Plus und Minus, sieht man gerade wieder da unten. Ja, rot plus, blau minus. Das heißt, so muss man natürlich die Akkus vorsichtig einlegen. Ja, manche, die ich sehe, wie so Videos, da nehmen sie die Akkus und schäbern von oben rein. Das ist nicht gut. Ja, macht es mit Gefühl langsam rein, dass die Federung von den Pins unten, seht ihr, das ist ja alles ein bisschen gefedert. Das muss ja den Druck aushalten. So, wie kriege ich die Flaschen raus? Das ist auch nicht gut gelöst. Ja. Es ist eigentlich, ihr seht es ist. Ich drücke jetzt da schon ein wie ein Ochs. Ich muss sowieso die Akkus raus, dass ich dann eventuell da hier hinten und da hier vorne den dünnen Rand und das ohne Fingernägel. Und dann muss ich da wirklich. Es ist ja gut, wenn die Flaschen gut dicht sitzt. Ja, und dass da ein guter Dichtring drauf sitzt, der weiß sich da oben hat. Aber das eine Drucker ist natürlich dann auch das wenigste Problem. Halt. Jetzt habe ich es ganz eingedruckt. Kann ich da schon gar nicht mehr greifen. Ne? Und das dort. Also, das ist. Ich kann nicht, wie lange halten die Flaschen das aus? Da muss ich es da richtig ganz spitz zusammendrucken. Da muss ich es mit Gewalt runterreißen, dass ich unten wieder greifen kann. Kann man besser machen. Ja? Der Deckel selber beim Schließen, Drucker nach unten schieben. Wenn ich da umeinander tue, kracht auch nichts auf. Also es muss irgendwie ein starker Druck nochmal sein und beim Aufmachen dasselbe und wieder schließen. Ja, dann gehen wir noch schnell, wie es ausschaut, wenn man einen Akkudeckel zumacht vom Display. Schauen wir mal, ob ich das hier euch ein wenig hinbringe. Dann kommt Arbitrary. Das war's dann. Dann fünfmal klicken. Dann kommt es nochmal. Und dann habe ich mein Menübild. Ja. Oben zweimal die Akkus mit der bildlichen Anzeige. Also mit einem Balken. Ja, von rechts nach links, wenn Sie im roten Bereich sind, und beziehungsweise auch eine prozentuale Angabe. Dann den Modus, was wir haben, Power. Und unten natürlich die Plus- und Minusverstellung brauche ich nicht sagen. Ich kann es euch nur so viel sagen. Es wird dann einmal, die Farbe ändert sich ab 150 Watt, glaube ich, habt ihr es gesehen, bis 200 Watt. Das heißt, dass man da eigentlich in einem sehr hohen Bereich dann ist, was die Akkus auch betrifft, was die Leistung betrifft. Und wenn man bei 200 ist, man kann nicht drüber schalten. Das ist auch okay. Beim Zurücklaufen schauen wir mal. Ich glaube, bei 100, ja, bei 149, dann wird es orange. Ich lasse einfach laufen, dann wird die Zahl grün und kleiner unter 100 Watt. Und sie läuft wirklich, es wird dann immer schneller. Also, das ist auch alles okay bis 5 Watt und ich kann nicht weiter runter. So, und dann hat man natürlich nur unten unsere vier Anzeigen: Widerstand, die Volt, so die Watt, die Ampere und die Zugzähler. Die zwei Tasten da unten, die Plus und Minus, kann man sperren, wo es sinnvoll ist, weil, wenn man das Gerät, das schauen wir uns noch an. Und zwar Feuertaste und die Plus-Taste gleichzeitig. Dann könnt ihr zwar noch feuern, aber ihr könnt es unten nicht aus Versehen. Also Feuer und Plus. Dann ist wieder das Öffnungszeichen. Den Zugzähler, wo jetzt 144 steht, genau mit der Feuertaste und der Minustaste drauf bleiben, könnt ihr auf 0 resetten. So. Also, aus dem Menü rausgehen, Feuertaste drücken und draufbleiben. Ins Menü, 1, 2. Halt, 1, 2, 3. Das ist bei Tageslicht, muss ich euch sagen, das Display miserabel.
Das kann man da sagen. Wir haben jetzt da einen Power-Sektor. Dann sagt er natürlich Check Atomizer. Klicke wieder dreimal. Dann haben wir B. Das ist Bypass. Da gibt er die Akkuleistung raus. Mal auf die Volt, was er ausgelost hat. Ja, tatsächlich, also passt es auf. Ja. Ganz kurz, weil die Akkus haben nicht danach und die 0,48 gar nicht. Schaut auf die Volt. Da gibt es die Spannung von beiden Akkus aus, also über 6 Volt. Aufpassen, wenn es da auf, das ist praktisch im Stacking. Was ich jetzt nicht finde, im Temperaturmodus, jetzt nehmen wir den ersten Draht, kann keine Leistung nicht einstellen. Ich habe keine Wattanzeige nicht. Ich habe nur Widerstand, Volt, Ampere. Ich habe jetzt bei 7, ja gut, das war jetzt für den Akku, war es mal egal. Von Celsius auf Fahrenheit bei 315 ist gar. Dann klickt es nochmal drauf, dann geht es auf Fahrenheit, von 200 Fahrenheit, dann lässt es laufen, bis es wieder ansteht, bis 600. Dann klickt es wieder weiter, dann kommt es wieder bei 100 Grad Celsius. Das ist also Fahrenheit, Celsius. Ist wie bei vielen anderen auch. Aber was halt einfach nicht geht, das ist ein Wattbereich einstellen. Und das ist schwach, weil die immer dann mit voller Leistung losfahren. Menü, dreimal klicken. Eins, zwei, drei, dann hat es im Menü drin. Also im Power-Menü, dann Bypass. Bypass, wie gesagt, aufpassen, der geht mit der vollen Spannung seriell geschaltet. Das heißt, bei zwei Akkus, je nachdem, 7,6. Aufpassen, auf alle Fälle. Ja. Dann haben wir den Bereich Temperatur. Da könnt ihr euch zwischen Nickel, Titan und Edelstahl aussuchen. Das war's. Dann gehen wir noch mehr rein. Dann haben wir noch mehr einen Bereich, der nennt sich VPC. Und zwar wieder in den Bereichen unterteilt Power, Nickel, Titan und SS. Und da kann man jetzt hergehen, wenn ich es richtig verstehe. In dem Bereich kann man dann sehen, da ist er oben auf Zeitachse. Und mit Plus und Minus gleichzeitig, zumindest steht es so drin, nicht? Dann fängt es zum Blinken an. Und dann kannst du auf die Zeitachse das aktivieren und kannst dann deine Temperatur. Mal, ist ein bisschen tricky, was ich jetzt gesehen habe. Ja, da kannst du die Kurven so machen, wenn du oben wieder bestätigst, dann ist fest, kannst wieder aufgehen, kannst du die Kurve verändern, dann mit der Feuertaste oben, die zum nächsten Punkt gesetzt ist, mit den blinkenden Punkten wandeln. Also auf die ganze Zuglänge könnt ihr euch da verschiedene Parameter einstellen von eurer Temperatur. Und bei Power ist natürlich dasselbe. Da könnt ihr euch auf die ganze Länge Watt jetzt zum Beispiel, ihr fangt an mit 85 Watt, dann bestätigt es. Dann geht es, ja, die nächste geht es auf 270 Watt. Und so könnt ihr euch da das wieder einstellen. Ja, wer das braucht, das ist ein bisschen so eine Hobbyspielerei. Gut. Okay, ich bleibe jetzt im Power-Menü. Machen wir es jetzt schnell und schmerzlos. Verarbeitung und so ist okay. Schlecht gelöst ist das Flaschenwechseln. Das ist ziemlich ein Problem. Beidseitig ist dasselbe Problem wie der G-Box auch schon, dass Akkudeckel und Flaschenöffnung unter einer Öffnung sind. Das heißt, die Box muss immer wieder neu booten. Ganz leicht haben wir, aber das ist so minimal, dass es gar nicht als Schäbern bezeichnet. Die Anzeige bei Tageslicht ist ein bisschen schwer, so ist es eigentlich schön aufgegliedert und übersichtlich. Nu ist, was ich aber noch nicht so probiert habe, jetzt mit einer reinen Temperatur drauf, aber im TC-Bereich, ich kann meine Watt nicht einstellen. Also ich kann meine 250 Grad einstellen oder 440 Fahrenheit, aber ich kann meine Ausgangsleistung in Watt nicht variieren.
Da gibt es nichts und das ist nicht gut. Weil wenn ich eine kleine Temperaturquelle habe, die wo ich mit 20 Watt befeuern möchte, kann ja sein, dass er sich anpasst und dass die Elektronik so schnell reguliert, aber es könnte sein, dass der am Anfang mit 200 Watt drauf geht, das weiß ich nicht, und dann innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde runterregelt. Aber das ist nicht das Gelbe vom Ei, das gefällt mir gar nicht. Ja. Ansonsten wäre die Idee jetzt im Wattbereich und wäre dann auch mal ins Grundkaufi machen. Ja, also wie gesagt, das mit dem 510er, der ist stark gefedert, der ist gut gefedert. Und das andere müsst ihr euch dann selber überlegen. Ja. Wenn jetzt so einer im Temperaturbereich nichts macht, aber das VPC mag, also sagt, ich mag mit 30 Watt anfangen, dann mag ich auf 40 gehen, dann mag ich wieder auf 35 zurück, innerhalb die 4-5 Sekunden, was das ist. Wenn einer auf sowas steht, ja, warum nicht? Verarbeitung ist auch okay. Was der Chip jetzt an, ob der Chip jetzt das Beste ist oder etwas Gelbes, das weiß ich nicht. Muss jetzt die auch mal testen. Wie gesagt, ein paar Sachen muss man lernen. Diesmal sollte man anders lösen, vor allem im Befüllen. Andere Flaschen gehören dann her. Könnte sein, muss ich mal testen, dass die von gewissen anderen Herstellern passen. Ja, so schaut es dann aus, wenn es im Ladezustand ist mit USB. Pass-through, was ich aber abrate bei größeren Geräten, geht eh nicht. Okay, haben es vernünftig gemacht. Also, das ist eine Schutzschaltung da. Wenn Akkus geladen werden über USB, dann sollte man es auch laden lassen und nicht nebenbei noch. Ist nicht gut für Akkus allgemein während des Ladezustands. Ja, wir wissen es eigentlich, dass das bei egal was für ein Akku ist, ein Akku soll ich dann schon in Ruhe seinen Ladezyklus vollbringen können, dass das alles sich ablaufen kann und dann wieder Leistung abrufen. Ist nicht gut, wenn man unten Ladung oder Leistung einschiebt in den Akku zum Laden und oben entzieht man es dann wieder. Ja, vor allem bei so großen Geräten finde ich es überhaupt nicht so toll. Aber wenn einer kein externes Ladegerät nicht hat, bei so einem kleinen E-Boot oder irgend sowas mit Pass-Through, naja, okay. Der zweite Nachteil ist, das Pass-Through, ihr habt es immer. Ihr habt immer eine mechanische Bewegung, also eine Kraft drauf, immer am KW. Und die wandert, die Kraft, und die geht wohin? Immer auf die kleinen Buchsen. Ja? Und da ich schon mal einige Buchsen oder Chips verlötet habe und gemacht habe und Buchsen gebaut habe und umgebaut habe, kann ich noch eins sagen, das Teil, wenn locker ist oder wenn sie es eindrückt, weil sie innen der ganz kleine Befestigungspunkt, der ist meistens nur ein oder zwei kleine Lückpunkte. Und durch das dauernde Bewegen von dem KW verschleißt es eher. Dann bei der Box fällt jetzt nichts, weil ich die Akkus nicht extern laden kann. Aber bei so also Boxen, wo nur mit USB, wo der Akku intern verbaut ist, würde ich es euch nicht empfehlen, dieses Pass-Through. Das ist eine Faulheit und sonst gar nichts sehen. Ja. Es verkürzt auf alle Fälle euer Leben. Also, es verkürzt auf alle Fälle die Lebensdauer dieser USB-Buchse und für den Akku selber ist es nie gut, wenn er geladen und entladen gleichzeitig wird. Ja. Kommt natürlich auch darauf an, was für eine Größenordnung. Bei 5 oder 7 Watt oder 8 Watt ist jetzt das nicht so tragisch, aber wenn man jetzt mit 80 Watt umeinander tut, macht das sowieso keinen Sinn, wenn er sagt, die Akkus sind leer und steckt dann USB ein und haut Pass-Through drauf, weil dann kommt er auch nicht dahin, wo er hin muss. Also ich bin da immer ein bisschen. Es gibt da Hersteller, habe ich schon gelesen, die extra sagen, Pass-Through sollte man nicht nutzen, sollte man nicht machen, weil es die Akkulaufzeit verkürzt und weil es die mechanische Beanspruchung verstärkt vom USB. So habe ich euch wieder ein bisschen was erzählt. Schauen wir wieder weiter. Gut, ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Schaue ich doch noch, ist da noch eine Folie dran. Das bin ich euch noch schuldig. Schaut her, da ist eine Folie dran. Ja. Also, die tun wir runter. Dann ist das Display wieder schön. Gell? Okay. Liebe Jungs, liebe Mädels, liebe Jungs, hat mich wieder gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, bye, bye.